Aber der Konter läuft über Pittoni. Ein relativ bekanntes Problem bei der deutschen Mannschaft. Langsames Umschalten nach den Standards. Aber jetzt Klose. Klose. Normalerweise sieht er den besser postierten Mitspieler. Das ist auch seine soziale Art. Der besser postierte Mitspieler wäre Mesut Özil gewesen. Gefährliche Situation, gefährliche Situation und das 0:1 durch José Núñez. Deutschland kalt erwischt. Der erste Torschuss nach 9 Minuten und er ist gleich drin. Khediras Pass sollte Gündoğan erreichen. Santa Cruz. Kann sich durchsetzen gegen Khedira, gegen Gündoğan, jetzt verfolgt von Reus. Samudio. Und Neuer muss raus, da stand schon wieder der Mann mit der 7, José Núñez. Und 2:0. Was ist denn da hinten los? Pittoni mit dem 2:0, noch keine Viertelstunde gespielt. Zwei Torschüsse und zwei Tore. Und Pfiffe Khedira war am Ende der Letztverantwortliche in dieser Szene. Ermöglicht er den Schuss und die freie Bahn für Wilson Pittoni, der heute Geburtstag hat, gerade übrigens den 28. Und das 2:0 für die Gäste erzielt. Eine Fünferkette. Gündoğan. Reus. Özil. Gündoğan. Und Tor. Und Tor. Er kann sich bedanken auch bei Torwart Justo Villar, dem der Ball unter dem Körper durchrutscht. Nur noch 2:1 für die Gäste. Zweites Länderspieltor des Dortmunders İlkay Gündoğan. Pass von Özil. Nee. Verdeckt. Verdeckter Schuss. Den Vorwurf an den Torwart nehme ich zurück. Der hat den Ball einfach zu spät gesehen. Und Gündoğan, dessen Einsatz wegen Rückenprobleme lange, lange fraglich war, verkürzt. Müller, nicht im Abseits. Müller, Ausgleich. Das vierte Tor in Kaiserslautern, das zweite für Deutschland. 2:2. 31. Minute. War kein Abseits. Aber auf gleicher Höhe mit Paulo da Silva. Das ist immer wieder das Beruhigende an einer deutschen Nationalmannschaft seit 2010, die den schönen Fußball nach vorne zelebriert. Und der garantiert in der Regel immer Tore, wenn die da hinten nur nicht selbst sich welche einschenken würden. Hansi Flick werden konstatieren, dass es aus ihrer Sicht, aus Trainersicht, kein gutes Länderspiel war bisher. Es gibt ja eine Zuschauersicht, die freut sich über Tore. Vielleicht auch die über Paraguay, da ist Mutterseelen alleine.
Und es steht 3:2 durch Zamudio. Es ist nicht zu fassen. Also Neuer, um es mal ganz salopp zu formulieren, Sie haben es eben gesehen, hat die Schnauze voll. Völlig alleine gelassen, Miguel Zamudio. Santa Cruz gibt die Vorlage. Lahm war nach innen gerückt. 4 Torschüsse, 3 Tore. Wie wütend er ist über seine Vorderleute. Es gibt Gesprächsbedarf in Kaiserslautern, liebe Zuschauer. Pfiffe der Fans. Die deutsche Nationalmannschaft hochfavorisiert, liegt 2:3 hinten. Vier Mann lässt er stehen, Mesut Özil. Das sind so die kleinen Preziosen, die diese Länderspiele auch attraktiv machen. Kein Abseits, Lahm, Müller. Ich will mich mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, das ist eine Frage. Ja, der Schütze des 2:2. In der 31. Minute. Fast alle Spieler vor dem Tor von Martinez, nur Hummels und Santa Cruz unterhalten sich an auf Höhe des Mittelkreises und Khedira verpasst. Bender! Es hat sich angedeutet, 3:3. Wieder Bender. Fünf Schüsse in der Nationalmannschaft aufs Tor. 4 Tore. Bender, der in der ersten Halbzeit eingewechselt worden ist für den angeschlagenen Gündoğan. Schön mit der Brust vorgelegt. Trockener Schuss. 3:3. Das war der erste Torschuss Paraguays in der zweiten Hälfte. 90 Minuten plus 4,5 in der Nachspielzeit. Und dieser Eckball, möglicherweise die letzte Aktion an diesem Abend in Kaiserslautern. Boateng, Schürrle hat das 4:3 auf dem Fuß. Und das war die letzte Tat in diesem Spiel. Deutschland gegen Paraguay, 3:3 haben sie das.